Crowd von Giselle Vienne ist eine Koproduktion der Wiener Festwochen, auf die ich mich ganz besonders freue. Giselle Vienne ist seit Jahren für ihre Arbeit bekannt, die so in dem Grenzbereich zwischen Installation, bildender Kunst, Theater, Performance und Tanz agiert. Ihre Arbeit geht eigentlich immer an Grenzen und überschreitet diese auch sehr gerne. Die neue Arbeit Crowd ist ein höchst gelungenes Experiment, wo es um eine temporäre Gesellschaft von Menschen geht und um gesellschaftliche Dynamiken. In diesem Fall geht es um eine Gruppe von Teenagern, die sich auf einen Rave begibt. Es passieren dort die unglaublichsten Begegnungen, freudigster Art, exzessiver Art. Es geht aber auch um Gewaltdynamiken, Brutalität in einer Gruppe von Menschen. Peter Rehberg, der große Musiker und Vater der Label-Family Mego, wird ein eineinhalbstündiges Referenz-DJ-Set spielen über Techno, einst und heute. Und dazu bewegt sich diese Gruppe an Kids in Zeitlupe. Das ist eine Arbeit, die sehr stark beeinflusst ist von den medialen Bilderwelten, die uns tagtäglich umgeben, die wir kennen. Das Spannende ist natürlich, dass es da um eine Dehnung der Zeit geht. Es geht um ein wirkliches tänzerisches Erfassen, wie sich diese Gruppe an Menschen in dieser Slow Motion bewegt, gehört zum Beeindruckendsten, was ich in der letzten Zeit gesehen habe.